Hier gibt's gar keinen O-Ring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Natürlich. Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir. Von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich, Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung, also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh? Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Nein. Er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irre. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Sie liebt ihn immer noch. Obwohl, wenn sie mal eine junge Dame war. Und Wesemir sieht ja jetzt nicht so aus wie Geralt. Er sieht halt schon ein bisschen rustiker aus. Das sieht ja himmlisch aus. Alles so groß. Man meint, der Raum wäre voller Pferde. Moment mal. Es gibt doch hier oben auch noch einen Händler, ne? Ach so, sie gilt als Händler. Ja, sie haben wir schon ausgenommen. Da müssen wir jetzt nur noch mit dem Arschloch hier reden. Hilbert. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard. Stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Kein übler Satz, Nilfgaard, aber ich zieh trotzdem die nördlichen Königreiche vor. Ah, verstehe. Ein Patriot. Du musst wissen, Hilbert. Geralt hier ist ein Spitzenspieler. Spitze? Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker, wie wär's mit einem Ründchen? Ob da nicht einfach nur Emotions aus Versehen übersetzt wurden? Die sagen doch nicht wirklich knuff, knuff, zwinker, zwinker. Auch in der englischen Fassung. Komm, hier aufs Ganze. Es geht wohl nicht um Sieg oder Niederlage. Gut, ich bin dabei. Herrlich, ich lege meine Karten aus. Natürlich. Geralt. Kommst du mal auf ein Wort? Was denn? Also, Kumpel, ich hab euch doch verkuppelt. Da finde ich, mir steht ein Teil des Gewinns zu, wenn du einen machst. 10%?
Finderlohn quasi. Jetzt ist mir klar, warum du uns vorgestellt hast. Zu meinen professionellen Erkenntnissen gehört, dass Geld nicht stinkt. Also, was sagst du? Naja, du hast mir auch bei den Wachen geholfen. Gut, 10% meines Gewinns sind dein. Wie wär's mit 50? Übertreib's nicht, Wimme. Ich bin mal nett, weil ich hab ihn ja schon bei dem Gemälde rausgenommen. Abgemacht. Und es heißt auch noch nicht, dass ich bei Gewinn gewinne. Weil er spielt, ja, Kaiserreich Nilfgaard. Ja, gut, wir haben beide Spione mit im Deck. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was seine spezielle Fähigkeit überhaupt nochmal ist. Achso, Fähigkeit, die Einheit auf dem Schlachtfeld wiederherzustellen. Stellen zufällig ausgewählte Einheiten wieder her. Wirkt auf beide Spieler. Dreimal Horn. Ah, jetzt nimmt der ihn. Ja, der hat die. Ja, ich weiß. Dann wird er nach den Spionen gegen mich spielen. Macht nichts. Ah, sehr gut. Die beiden Banner-Kämpfer, die ich zusammenspielen kann. Und den Kartenvorteil haben wir genauso hoch zusammen. Beziehungsweise, ich kann sogar, wenn der Spion auf meiner Seite nachher fällt, kann ich den wiederbeleben mit Yennefer und wieder rausholen. Beziehungsweise rausholen, wieder zurückholen. Da spielt er den Spion gegen mich, ist okay. Mein Gegner passt schon. Scheiße, jetzt wo ich den gespielt habe. Egal, dann nehmen wir den Sieg kurz an. So. Ich werde mit Yennefer einsteigen. Dann hole ich den wieder zurück auf die Hand. Beziehungsweise, naja, nicht zurück auf die Hand, aber spiele den und dann nehme den Schwächeren, weil der halt nur 4 wirkt beim Gegner, anstatt den Stärkeren, der 9 hat an der Stärke. Ich habe zwar doofe Einheiten bekommen, aber ist auch okay. Insgesamt sind es Stärke 6. Ist auf jeden Fall besser als er. Ich konzentriere mich erstmal auf die mittlere Reihe. Ah ja, die Karte Rittersporn. Verdoppelt die Stärke aller Einheiten in dieser Reihe. Maximal eine Karte pro Reihe. Wahrscheinlich kriege ich die von dem. Na, ah, der holt jetzt auch eine Spionkarte. Insgesamt, ich habe dreimal das Horn auf der Hand. Was soll passieren? Außer, dass der noch Karten hat, die verbrennen oder sonst irgendwas machen bei mir. Deshalb spare ich mir die Hörner wirklich bis zum Ende auf. Jetzt haut er schon Sachen raus wie gutes Wetter. Moment, dann gehe ich mal eben noch eine Belagerungseinheit spielen. Der Schütze, der immer aufs Knie zielt. Noch ein Schütze, der immer aufs Knie zielt. Thank you.
eine Heldenkarte. Dann spiele ich auch meine Heldenkarte. Meine Güte. So, setz hier mal eben Wesemir ein. Verstärkt meine Frontreihe, da sind wir auf 95. Oh, er hat Verbrennen, ich hasse dich. Aber es geht nur eine Einheit von mir platt, weil Wesemir die stärkste Einheit ist da vorne. Aber total beschissen, denn selbst wenn ich jetzt den Bonus spiele, komme ich nur auf 89. Also wenn der irgendeine Einheit noch hat, so billig wie... Oh, unglaublich. Ein Scheißpunkt. Ein verdammter Scheißpunkt und ich siege. Lucky Proof. Fick dich. Gewinnspezialist. Unglaublich. Das kann nicht sein. Du hast mich irgendwie betuppt, mich verhext oder so. Hoppla, pass auf, was du sagst, Hilbert. Sonst fällt es Geralt noch ein, Genugtuung zu verlangen. Soll er sie von dir verlangen, verdammter Zwerg, bärtiger Geizkragen? Oh. Holla, dem Knaben setze ich beim nächsten Kredit aber die Zinsen rauf. So. Verehrte Damen, werte Herren, die Auktion beginnt in Kürze. Bitte Platz nehmen. Ach, endlich. Komm mit nach vorne, sonst sehe ich nichts. Vor allem, wo Platz nehmen? Ach, es werden Stühle hingestellt. Wimmel, hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen drei Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borso die hoffentlich auf und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin... Hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer 1 ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romilly. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Der weißhaarige Herr bietet 200. Hören wir 250? 200 zum Ersten, zum Zweiten, zum... Prächtig, Gräfin Mignole bietet 250. Höre ich 300? Ich kaufe einfach alles. Ich habe mehr als genug Geld. Na aber, wie rasant. 300 zum Ersten, zum Zweiten. Hören wir 350? 300 zum Dritten. Verkauft an den weißhaarigen Herrn Objekt Nummer 1. Die geheimnisvolle Messingfigur. Nun kommen wir zu Objekt Nummer 2. Ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Roch. Sterne Nacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. Das hole ich mir. Wertes Publikum, das ist praktisch geschenkt. Ja, der Herr mit den Katzenaugen bietet 20. Höre ich 30? 20 zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft! Sternennacht über dem Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Objekt Nummer 3, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristalllinsen. Gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde.
Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewinnt Meister Hilbert, bietet 250. Höre ich drei? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Iwanowitsch Zaitsev. Zum Ersten, zum Zweiten. Unglaublich! Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum Ersten, zum Zweiten. Verkauft! Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung! Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Also wenn ich für die paar hundert Münzen so eine Auktion starten würden. Oh, Geralt, schau! Horst Borsodi. Schnell, ehe die anderen Schwanzlutscher in sich grapschen. Nur erwarte kein herzliches Willkommen. Geralt ist ein Apfel, da ich das nur erleben darf. Grüß dich, Horst. Gestatte mir, dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Geralt von Riva, der... nicht eingeladen ist. Aber du hast an meiner Anwesenheit verdient. Ich habe ein gutes Sümmchen hier gelassen. Ich bin nicht Vivaldi. Profit allein reicht mir nicht. Ich will mehr. Das Auktionshaus ist vor allem ein Treffpunkt für die lokale Elite. Offenkundig passt ein Wandermutant hier nicht rein. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodis Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenance zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Oh, ganz ruhig. Wo? Von Olgierd, von Everick. Sagt dir das was? Tut es. Wache, bring den Hexer raus und lass sie nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfarb persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus! Und, glaubt er, ist jetzt sicher? Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Mhm. Treffpunkt für die Elite. Wie wahr? Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Raidanien! Ihr wisst wohl nicht, mit wem ihr euch anlegt. Rechts, links, dann oben auf die Birne. Ich darf nicht ausweichen, wie ich normalerweise ausweichen kann. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Ich darf nämlich nur so ganz normal ausweichen, während ich sonst immer mit hier. Ich konnte ja noch die Sprünge machen, oder? Schwerter, Meister. Du musst nur hier unterschreiben. Fick dich. Hinterleger weigert sich zu bestätigen. Feldwebel Figner. Schönen Tag noch. Ich hätte ja eigentlich so locker in die Fresse schlagen können.
Es stimmt schon. Viele gegen einen. Da ist selbst ein Hexer im Eimer. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borsodis Haus niemals. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche? Ich war bei der Auktion. Getarnt natürlich. Die Auseinandersetzung war nicht zu überhören. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich dann niemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Schafgarbenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist. Bis dann. Hoffentlich. Ach, ein ganz Stück zu laufen. Wir wollen Monster töten. Was kann ich für dich tun, mein Herr? Hier gibt es alles, vom Apfel... Was kann ich für dich... Ich bin in der Runde Gwind gegen Händler. Weil ich weiß, mir zählen... mir fehlen noch ein paar... Karten. Deshalb trete ich dem nochmal eben in die Fresse. Soweit es jedenfalls geht. Das ist ein echt mieser Start. Von ihm. Ach nein, so nicht. Ich wollte die Fähigkeit anwenden, weil ich dann kein Horn verschwende. Und auch keine Karte in der Runde. Ach, mein Gegner passt schon. Gut. Ah, der Händler kann eh nicht viel. Ah, vielleicht kriege ich von dem ja die Zoltan-Karte. Ich spiele erstmal alles raus und dann einfach die Hörner und dann gucken, was passiert. Klirrende Kälte, damit sind schon mal die Nahkämpfer weg. Macht aber nichts. Ja, 39. Jetzt kommt es darauf an, was seine letzte Karte ist. Nichts, was ihm hilft. Okay, nur 20 Kunde, auch eine Karte. Dennis Kranmäher. Was kann ich für dich tun?
Mal sehen. So, 500. Oh mein Gott. Ein Farbeimer. Wo kommt das denn her? Muss ich ja irgendwann mal eingesammelt haben. So, den brauchen wir auch nicht. Da kann ich auch nochmal 5 verkaufen. Oder die Chance auf Einfrieren, holen wir uns auch nochmal ein bisschen Geld. Ich glaube, es mit dem Farbeimer war damals mit einer anderen Farbe gelöst, die wir gefunden haben. Aber nicht schlimm. So, wenn ich jetzt auf den Tacho des heutigen Streams schaue, ist es schon relativ spät. Also wir haben... Bitte? Achso, das war der Händler. Vielleicht auch nicht. Und ich laufe auch gerade falsch. Deshalb hier erstmal Ende mit der Aufnahme für Witcher 3 DLC. Wissen wir das Haus von Bohr. Irgendwie nächstes Mal besorgen. Wenn es wieder dasselbe heißt. Sieh an, ein Hexer. Sieh an, ein Mensch. In dem Sinne erstmal tschüss, YouTube. Ups.